Die Bürger lauschen. Bürger von Nazareth, Befehl des Kaisers von Rom Augustus. Der Kaiser will sein Volk in allen Ländern zählen, damit auch jeder seine Steuern bezahlt. Jeder von euch soll in die Stadt reisen, in der er geboren wurde. Dort tragt euch in die Liste ein. Dies ist ein Befehl des Kaisers von Rom. Ihm ist sofort Folge zu leisten. Zwei Menschen machen sich auf den Weg. Sie heißen Josef und Maria. Die Stadt, zu der sie gehen müssen, heißt Bethlehem. Es ist ein langer, dunkler Weg. Und noch wissen sie nicht, dass es ein Weg ins Licht sein wird. Bergauf und bergab müssen sie gehen. Besonders für Maria ist der Weg schwer, denn sie erwartet ein Kind. Was für ein langer Weg. Ja, und bloß, weil der Kaiser Augustus sein Volk zählen will. Jeder soll in seine Geburtsstadt auf eine Liste geschrieben werden. Du, ich kann bald nicht mehr. Es wird auch bald losgehen mit der Geburt. Mach dir keine Sorgen. Wir suchen uns gleich etwas zum Übernachten. Endlich sind sie in der Nähe von Bethlehem. Von Weitem sehen sie schon die Lichter. Es ist Nacht. Sie brauchen einen Platz zum Schlafen. Da kommen sie an ein Haus. Es ist ein Gasthaus. Warm scheint das Licht aus den Fenstern. Sie klopfen an. Der Gastwirt öffnet. Wir brauchen eine Bleibe für die Nacht. Wir sind schon so lange unterwegs. Und meine Frau? Hier ist kein Platz mehr. Alle Leute sind unterwegs. Sie gehen weiter. Sie spüren ihre müden Beine. Es wird bald so weit sein, dass das Kind zur Welt kommt. Wir brauchen jetzt unbedingt einen Platz. Voll Bangen und Hoffnung gehen sie weiter. Da sehen sie noch ein Gasthaus. Sie versuchen es noch einmal. Schon bald. Mein Haus ist voll, aber da könnt ihr haben, da hinten. In diesem Stall bekam Maria ihr Kind. Sie legen das Kind in die Krippe. Ein Bett haben sie ja nicht. Sie geben dem Kind den Namen Jesus. Über dem Stall am dunklen Himmel leuchtet ein sehr heller Stern. Auf einem Feld in der Nähe von Bethlehem sind Hirten. Sie passen auf ihre Tiere auf. Was ist das? Woher kommt das Licht? Mensch, ist das unheimlich! Ein Engel tritt zu ihnen heran, ein Bote des Himmels. Von ihm kommt das Licht. Die Hirten erschrecken sich. Sie fürchten sich. Da sagt der Engel zu ihnen: Habt keine Angst. Ich bringe euch eine gute Nachricht. Heute wurde Jesus geboren. Er ist von Gott in die Welt gekommen, für alle Menschen. Geht nach Bethlehem, in einem Stall, in einer Futterkrippe, werdet ihr das Kind finden. Das war das Größte, was ich je erlebt habe. Ich verstehe das alles nicht, ein Kind in einer Futterkrippe im Stall. Der Engel hat gesagt, dass sie es finden werden. Also kommt los, wir suchen es. Da machen sich die Hirten auf den Weg. Ihre Tiere lassen sie allein. Sie können noch nicht glauben, was sie gesehen und gehört haben. Ein Kind für alle Menschen von Gott gesandt. Das müssen sie sehen. Sie kommen zum Stall. Sie treten ein und sehen das Kind in der Futterkrippe liegen. Und sie sehen Maria und Josef, beide sehr müde. Ich habe einen Engel mit Gesang angekündigt. Aber wir können euch gar nichts bieten. Nicht einmal eine Decke. Wir haben hier selbst nichts. Ja. Uns viel gegeben, ihr seid gekommen. Das macht es im Stall wärmer, als es eine Decke könnte. Ihr habt uns viel mehr geschenkt, wir haben
Freudig knien sich die Hirten nieder und beteten das Kind an. Fernstadt machen sich unterdessen drei weise Männer auf den Weg. Ihnen ist ein heller Stern aufgefallen. So etwas hatten sie vorher noch nie gesehen. Wo dieser Stern leuchtet, das wussten sie genau, muss ein großer König geboren sein. Und so folgten sie dem Stern bis nach Bethlehem. Mann, dauert das lange. Wie lange laufen wir denn schon? Tagelang, nächtelang, durch glühende Tage, durch eisige Nächte. Aber der Stern zeigt ihnen der Weg. Geschenke haben sie mitgenommen. Geschenke, die für einen König gut genug sind. Ich habe Gold dabei. Was habt ihr? Weihrauch, kostbare Kräuter. Wisst ihr noch neulich, der, dieser komische König? Ach, in dem Schloss dieser Herodes. Da sollen wir doch hingehen, wenn wir das Kind gefunden haben. Ach, der lügt doch. Der will dem Kind etwas antun, weil er Angst hat. Das könnte wirklich ein neuer König sein. Wollen wir ihm wirklich Bescheid sagen, wenn wir das Kind gefunden haben? Nein, auf keinen Fall. Niemals. Und so gehen sie weiter und suchen. Es ist kein großer Palast, zu dem der Stern sie führt. Es ist ein armseliger Stall auf einem Feld nahe bei Bethlehem. Über ihm bleibt der Stern stehen. Die Weisen treten ein. Sie sehen das Kind in der Krippe und Maria und Josef. Und doch wissen sie in diesem Moment, dass hier etwas ganz Besonderes geschehen ist. Und so knien die drei Männer vor dem Kind nieder. Und dann packen sie ihre Geschenke aus. Geschenke für einen König bringen wir in diesem armen Stall. In dieser Nacht ist Gottes Sohn geboren. Welch ein Wunder! Nicht in einem Schloss, sondern mitten in die Welt ist er gekommen. Zu Josef und Maria, zu den Hirten, zu uns Weisen. Und zu dir und zu mir.